das literarische Quartett im deutschen Lesesaal und wir machen das heute etwas spontaner als sonst. Wir sprechen heute aber über Bücher, die für uns das literarische Quartett extra gelesen hat. Also extra liest man natürlich immer für sich selber. Aber das, wir wollten über die Bücher Ihnen auch erzählen. Nicht nur über die Bücher diskutieren oder sprechen, sondern dass Sie wissen, was wir jetzt in diesem Jahr neu bekommen haben und was Sie lesen könnten, was Sie interessieren würde. Wir haben nicht nur Belletristik, sondern auch ganz interessante Bücher, die auch nicht unbedingt neu bzw. nicht 2000 oder 2001 erschienen sind, aber nach wie vor sehr, sehr gern gelesen werden. Und eines der Bücher, ich weiß nicht, ob das jetzt in die Philosophie gehört oder in die Psychologie, so an der Verstrickung der beiden Disziplinen. Ja. Und Jelena hat einige Bücher gelesen. Gewählt hat sie zur Vorstellung dieses. Warum dieses Buch, das ist kein Roman, das ist ein philosophisches Buch. Und als ich das Buch genommen habe, war ich dem Buch gegenüber ein bisschen so, also skeptisch, weil ich, oder gut, weil meine Vorstellungen von Philosophie, wie ich jetzt verstehe, ziemlich begrenzt waren, im Sinne, also Philosophie als etwas Ernstes, Tiefes, so für mich ein bisschen Langweiliges, auf keinen Fall also etwas Spannendes und Abenteuerliches. Aber das Buch ist was Besonderes und das Buch hat meine Klischees, meine Stereotypen über Philosophie gebrochen. Eigentlich, worum es geht, also ich hatte einen Eindruck beim Lesen, als ob ich eine interessante Vorlesung gehört hätte. Und ja, übrigens, der Autor des Buches ist Professor für Philosophie an der Universität. Aber ja, Marina, du hast recht, das ist kein reines so philosophisches Buch. Das ist so eine Kombination von den philosophischen, psychologischen, neurobiologischen Erkenntnissen des Menschen. Okay, die Struktur des Buches bilden die Fragen, drei Fragen der Philosophie, die noch Immanuel Kant formuliert hat. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und diese Teile enthalten noch kleinere Fragen, zum Beispiel, woher kommen wir, was sind Gefühle, wer ist ich, gibt es Moral, gibt es Gott, was ist Liebe, Glück, hat das Leben einen Sinn? Also eigentlich die Frage. Gibt es Antworten? Ja, wir bekommen keine eindeutigen Antworten. Ja, so was kann man nicht von diesem Buch erwarten, aber hier in dem Buch sind also wiederum keine philosophischen Überlegungen ja, zu diesen Fragen, sondern der Autor illustriert die Antworten mit Beispielen aus dem Leben, mit realen Geschichten. Und es war wirklich sehr interessant, das Buch zu lesen. Und das Buch ist, das ist kein Buch, das man einmal gelesen hat und dann bleibt es im Regal stehen. Nein, man muss das Buch immer wieder lesen. Oder gut, man kann das Buch immer wieder lesen und immer wieder bekommt man etwas Neues. Na gut, ich
weiß nicht, was ich noch... Ich glaube, wir haben nicht gesagt, wie das Buch heißt. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Also, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Eine Frage, ob es handelnde Personen gibt. Ja, gibt es. Nein, das ist kein Roman. Mhm. Ja, das ist doch ein Sachbuch. Ja, das ist ein Sachbuch. Sachbuch kann man über das Buch ja auch oder will man auch nicht sagen. Ja. Das ist selbst aus dem Titel, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist schon ein Buch, das... Er erzählt, wie entstand der Titel. Er hat also einen Freund, auch einen Philosophen, so habe ich verstanden, und einmal war er ganz stark betrunken. Der Freund, sie zu zwei zusammen sind durch die Straße spazieren gegangen und dann einmal ist der Freund so stehen geblieben. So. Und dann diese Frage gestellt, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wir haben hier in der Runde heute noch ein Buch, das kein Roman ist. Ich weiß jetzt schon, Dina schaut mich an, weil sie das Buch als letztes vorstellen wollte. Das tun wir auch so. Sofort, über dieses Buch sagen. Ja? Als Lena das hier ja annonciert hat, habe ich gedacht, vielleicht muss ich sofort ein paar Worte über dieses Buch sagen. Hans-Peter Dürr, Das Lebende lebendiger werden lassen. Das ist auch kein belletristisches Buch, ich würde das Non-Fiction auch nennen, aber auch, das ist kein Roman, keine Erzählung, das ist eine Sammlung aus Essays, aus einigen Essays. Und was ähnlich hier ist zwischen diesem Buch und dem Buch Wer bin ich, hier werden auch die Fragen gestellt. Aber nicht aus der philosophischen und nicht aus der psychologischen Perspektive, sondern Hans-Peter Dürr ist Quantenphysiker und er war Direktor von Max Planck Institut, wenn ich mich nicht irre, ein sehr berühmter Spezialist auf dem Gebiet Physik. Aber er hat auch Vorlesungen gehalten und auf YouTube kann man vieles von ihm finden. Und in den letzten Jahren, er ist schon leider gestorben, in den letzten Jahren seines Lebens begann er sozusagen zu den Leuten zu sprechen, wie wir eigentlich weiterleben müssten und was er dazu denkt, weil er sozusagen eine neue Anschauungsweise und Lebensweise propagieren wollte, damit wir alle zukunftsfähig sind sozusagen, damit wir unser Leben und unseren Planeten nicht zerstören und weiterleben können. Und hier spricht er spricht verschiedene Themen an. Eigentlich ist hier nur drei Kapitel und das dritte Kapitel heißt Wörterbuch des Wandels. Und besteht aus einigen Essays. Solche Themen sind hier angesprochen wie Arbeit, Wirtschaft, Wissenschaft, Atomkraft, Zivilgesellschaft und Verantwortung und so weiter. Und das ist kein einziges Buch, aber die Themen sind so vereinigt, was eigentlich der Autor dazu denkt. Und er will auch den Leser oder die Leser dazu bewegen, auch diese Themen irgendwie mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und vielleicht kann man in dieser Hinsicht diese Bücher ein bisschen vergleichen. Ja? Sie sind verschieden natürlich. Aber dieses Buch, würde ich sagen, ist ziemlich schwer zu lesen. Man muss nicht sprachlich, sondern man muss sich wiederum Zeit nehmen und vielleicht man muss auch Lust haben, sowas zu lesen.
Und einige Themen sind so, würde ich sagen, so heikel. Raten Sie, was ja, Sie lesen, ne? Ja, ich habe dieses Buch gewählt, weil es hier stand, dieses Buch und diese Anschauungen von Hans-Peter Dürr, sie geben Hoffnung. Jetzt in unserer Zeit haben wir leider viele Sorgen, wir sind so unruhig, ja, wir sind so besorgt, wie unsere Zukunft sein wird. Und hier habe ich gelesen, die Quantenphysiker sagen, alles ist möglich. Ja? Die Zukunft ist nicht festgeschrieben und wir können noch hoffen, dass alles gut läuft. Und ich wollte das lesen und verstehen, wie das eigentlich ist. Ehrlich gesagt, als ich das Buch gelesen habe, habe ich den Eindruck bekommen, nicht alles möglich ist. Es ist vielleicht alles möglich, aber wir alle, die Menschen, müssen daran sehr hart und viel arbeiten. Aber wie kommen wir dazu? Wie sammeln wir uns? Ja? Wie machen wir das? Wir, die einfachen Menschen, können nicht viel, leider. Besonders, wir haben so einen Eindruck in unserem Land, ja, in unserer Stadt jetzt. Was bleibt uns? Ja? Uns bleibt nur zu warten, nur ja, auf etwas zu warten und ruhig zu Hause zu bleiben. Und, ja, aber vielleicht haben verschiedene Leser verschiedene Meinungen. Ja. Hans-Peter Dürr, ja. Ein sehr ungewöhnlicher Mensch, ein Quantenphysiker, der mir persönlich zu verstehen gegeben hat, dass die Grenze zwischen Quantenphysik und Philosophie sehr fließend ist. Abschließend, ohne das Buch auseinanderzusetzen, möchte ich nur sagen, die Worte von Hans-Peter Dürr, die ich gehört hatte aus einem Interview oder aus einem Beitrag bei einer Vorlesung bei einer Konferenz, einen Beitrag von ihm, Wirklichkeit, übrigens auch Sprache, Quantenphysiker, wie er einer Linguistin wie mir die Sprache erklären kann, was das ist, welchen Anteil die Sprache im Wesen des Menschen einnimmt. Wirklichkeit vom Verb wirken. Und dass wir, also das Ganze, und dass, wenn wir mitwirken, dann können wir auch etwas bewirken. Und ohne groß und laut zu sprechen, wir sind die Schöpfer, aber wir sind die Mitgestalter auf jeden Fall. Und dass die Wirklichkeit, er spricht auch von den Sprachen Deutsch und Englisch. Auf Englisch Reality. Wirklichkeit ist keine Realität, Wirklichkeit ist Potentialität. Und dann dachte ich, ich höre sehr gerne dem, was er sagt, zu, aber ich möchte auch etwas von ihm lesen. Deswegen habe ich das Buch hier auch bestellt für unseren Lesesaal und für unsere Leser. Ja, aber das waren die zwei Bücher, von denen wir gesprochen hatten, die keine Romane sind, also keine Belletristik, nicht das, was wir schöne Literatur nennen, aber wir wollten mehr heute Ihnen mehr erzählen über mehrere Bücher, und einiges ist noch zudem ein paar Worte zu sagen werden. Ich möchte Ihnen das Buch des modernen schweizerischen Schriftstellers Hans-Jörg Schertenle präsentieren. Das Buch heißt Palast der Stille. Zuerst sage ich ein paar Worte über den Autor. Hans-Jörg Schertenle wurde am 4. November 1957 in Zürich geboren. Das bedeutet, dass er bald Geburtstag hat, ja, in ein paar Tagen. Ja. Dort wuchs er auch als Sohn, wie er selbst schreibt, eines ungelernten Arbeiters. Als Junge wollte Hans-Jörg Schertenle Tramfahrer werden, weil ihm die Geräusche des Trams sehr gut gefallen. Als junger Mann absolvierte er zuerst die Ausbildung als Schriftsetzer und Typografen, und dann besuchte er eine Kunstgewerbeschule Zürich. Er hielt sich längere Zeit in Norwegen, Dänemark, in London und Wien auf. Das bedeutet,
wie ich verstanden habe, dass er sich immer für die ganze Welt interessierte. Seit 1981 ist er freier Schriftsteller. Von 2005 bis 2015 lebte er in Irland und ab und zu in der Schweiz. Seither pendelt er zwischen so einer kleinen schweizerischen Stadt und der USA-Ostküste. Seine Texte wurden ins Schweizerdeutsche, Niederländische, Bulgarische, Französische und Englische übersetzt. Dieses Buch war für mich die erste Bekanntschaft mit dem Autor. Ich kann sagen, dass es auf mich einen riesigen Eindruck gemacht hat. Und ich versuche jetzt zu erklären, warum mir dieses Buch einmalig zu sein scheint. Als Epigraph zu dieser Erzählung, der Autor nennt das die Erzählung, ja, habe ich verstanden, ja? Habe ich das Gedicht von Omar Khayyam gewählt, dessen erste Zeile das Motto unserer Fechtmannschaft bei der Olympiade war. Sie kennen natürlich diese erste Zeile. Wer Leben kennt, der will sich nicht beeilen. Ja, haben Sie das gehört vielleicht, ja? Wer Leben kennt, der will sich nicht beeilen. Der schaut zu, den Augenblick genussvoll einend, wie schläft ein Kind und betet alter Greis, wie Flocken tauen und wie die Wolken weinen. Ich kann sagen, dass das Buch nicht inhaltsreich ist. Wir können den Inhalt mit ein paar Sätzen wiedergeben. Ein 60-jähriger Mann wohnt mit seiner Frau und seiner Katze in einem Cottage an der Ostküste Amerikas. Er schaufelt Schnee, er redet mit der Katze, beobachtet Vögel, genießt die Natur und zieht Bilanz über sein Schaffen und sein Leben. Ab und zu macht er sich auf den Weg durch den tief verschneiten Wald zu einer Kiefer. Dort hat er seinen Ausguck, die Welt zu schauen, die Natur und sich selbst. Das Sujet spielt hier aber eine Nebenrolle. Viel wichtiger sind die Lebensphilosophie des Autors, seine Reflexionen über Einsamkeit, Nichtstun, Gegenwart, Vergangenheit, seine Erinnerungen an Kindheit, Freunde, Eltern und seinen Onkel Leopold, dessen Meinung und Lebensposition der Autor sehr schätzte. In seinem Werk stellt der Autor viele Fragen und versucht sie zu beantworten. Von großer Bedeutung ist für ihn die Rolle und die Bestimmung eines Schriftstellers. Er zeigt uns, er beschreibt uns seinen Werdegang als Schriftsteller. Zum Lesen von Büchern wurde ich mit 17, erkennt er. Das erste Buch, das sein Leben geändert hatte, oder das einzige Buch, das das Leben ganz änderte, war das Buch von Peter Handke, der kurze Brief zum langen Abschied. Hans-Jörg Schertenleib schreibt: Ich kapierte, Literatur trifft mich, geht mich an, erzählt von mir. Wir fühlen beim Lesen, dass das Werk autobiografisch ist. Aber ab und zu erscheint auch eine Person, die dritte Person Singular. Das bedeutet, dass Autor nicht ich schreibt, sondern das Pronomen er gebraucht. Aber wir verstehen, dass er über sich selbst schreibt. Erstaunlicherweise dauert es lange, bis ihm die fremden Zeilen nicht mehr genügen. Er muss eine eigene Sprache finden, muss Sätze aus eigenen Wörtern bilden, um auszudrücken, wer er sein konnte. Am meisten hat mich bei diesem Buch die Sprache beeindruckt. Ich möchte nicht zu pathetisch sein, aber ich würde sagen, man kann ganze Seiten vorlesen, um die Wortverflechtungen zu genießen. Es gibt viele Beschreibungen, in die man versinkt, weil jedes einzige Wort die Schönheit der Sprache widerspiegelt. In diesem Buch gibt es viele Zitate. Ich habe einige ausgeschrieben und deshalb meine ich, wenn man dieses Buch liest, muss man unbedingt einen Bleistift haben, weil man auch später den Wunsch bekommt, über einige Punkte, über einige Momente nachzudenken. Nun zum Beispiel, Lesen ist ein asozialer Akt, der einen von den anderen trennt. Oder das Reich der Wehmut, die Vergangenheit,
ist mir wichtiger denn der Ort der Sehnsucht, die Zukunft. Man muss dieses Werk langsam, bedächtig, ohne Eile und in innerem Gleichgewicht lesen. Weil dieses Buch so ist, ja, der Autor beeilt sich nicht und der Leser muss sich auch nicht beeilen. Wem würde ich dieses Buch empfehlen? Ich würde sagen, den Menschen, die innerlich schon gleich erwachsen sind, um sich ewige Fragen zu stellen. Ich verstehe natürlich, dass es auch junge Leute sind, gibt, die sich nicht nur für Unterhaltungsliteratur interessieren, aber trotzdem würde ich sagen, dass die Altersbegrenzung bei diesem Buch 40 plus ist. Ich habe es so verstanden, ja, für mich war es so. Und zum Schluss möchte ich die Aussage des Onkels Leopold vorlesen, die er dem jungen Hans Jörg beigebracht hat bei ihrem letzten Treffen. Du sollst dir genau überlegen, wofür du betest. Das ist alles, was ich dir sagen will. Faszinierend, die Sprache. Ja. Das Buch, ich habe das Buch vor einigen Monaten gelesen und das ist, dass sich das Buch notgedrungen trägt man manchmal Bücher mit, überall, so in der Tasche, wenn man in der Straßenbahn sitzt, unterwegs ist und wenn man eine freie Minute hat, dann, dass ich dann lesen kann. Bei dem Buch ging es nicht, weil man in einem bestimmten Zustand oder man muss die ruhige Atmosphäre um sich haben, um das Buch zu verstehen. Das Buch zu verstehen in dem Fall heißt nicht, dass man versteht, worum es geht, sondern dass man sich durchtränken lässt von dem Buch. Und die Sprache, und ich würde sogar sagen, also für mich war das nicht allgemein so die Sprache, die Formulierungen, wie der Mensch so die Sprache beherrschen kann. Das ist für mich die Sprache beherrschen. Was interessant ist und was für mich faszinierend ist auch, die Schriftsteller, so, die ich übrigens, da sind die Schriftsteller, die mich faszinieren und von denen ich immer begeistert bin. Peter Handke, Hans-Jörg Schertenleib, Pascal Mercier, sprich Peter Biri, das Gewicht der Worte, Boto Strauß, die Menschen, die versuchen, zumindest in den neuen Büchern, die ich lesen durfte, sie versuchen zu erklären, was die Sprache mit ihnen tut. Das heißt, das Wort dem Gedanken die Form zu geben oder sich selber durch das Wort zu verstehen, indem man schreibt oder indem man liest. Wie passiert das, dass man, besonders wenn man schreibt oder wenn man übersetzt, dass man, dass das Wort hilft dir, dich selber oder das Ereignis zu verstehen. Weiter. Martin Luther, ein perfekter Freund. Das ist reine Belletristik, würde ich sagen. Martin Luther kennen wir hier vielleicht im deutschen Lesesaal als einen guten Erzähler von alltäglichen Geschichten, würde ich sagen. Ja. Und das ist ein Kriminalroman und auch eine Liebesgeschichte. Und ich würde sagen, dieses Buch kann man ganz leicht im Zug, im Bus, im Flughafen lesen. Fast wie alles von Martin Suter. Fast wie alles von Martin Suter. Ich habe vorher leider nur zwei Bücher von ihm gelesen und die vorherigen Bücher haben mich mehr beeindruckt, aber dieses Buch ist auch nicht schlecht, würde ich sagen, und man kann dieses Buch auch lesen. Es ist eine interessante Geschichte. Ein junger Journalist, aber wir wissen noch nicht, dass er ein Journalist ist, ein junger Mann findet sich in einem Krankenhaus und er erinnert sich an nichts, er hat Gedächtnis verloren. Er hat vergessen, was er im Laufe von vorigen zwei Monaten alles gemacht hat, also er erinnert sich nicht. In ersten Tagen kann er auch nicht sagen, wie er heißt und was er macht. Und
er sieht an seinem Bett eine junge, sehr, sehr schöne Frau, sie weint, aber er versteht, dass es nicht seine Geliebte ist. Er erinnert sich an den Namen Norina und diese Norina, er weiß, dass er gerade diese Frau liebt und die Frau, die hier am Bett sitzt, Marlene, er versteht nicht, was sie da macht. Und dann beginnt er sich langsam daran zu erinnern, eigentlich, wie das alles gelaufen ist. Hast du gelesen? Nein. Und die Geschichte läuft so weiter und er versteht nicht, warum mit ihnen die Freunde und die Kollegen nicht kommunizieren möchten, was er gemacht hat. Ja? Er stellt ganz unerwartet fest, dass er den Job aufgegeben hat, dass er gekündigt hat. Und dass sein Freund eigentlich etwas verheimlicht, etwas von ihm verheimlicht. Er findet die Daten nicht, im Computer alles ist gelöscht. Und er bekommt einen starken Verdacht, dass gerade dieser Freund etwas Böses meint. Mhm. Ja, und dass er die Publikationen selber machen möchte. Also alles, was er erarbeitet hat, dieser Journalist, dieser... Wie heißt er eigentlich? Plötzlich ist mir der Name entfallen. Fabio Rossi heißt der junge Mann. So, und er beginnt zu recherchieren, ja, was alles passiert ist. Schon deswegen ist die Geschichte interessant. Ja, und wer solche Geschichten mag, so rate ich zum Lesen. Die Geschichte ist nicht schlecht, wie gesagt, aber das Buch hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Für mich war das vielleicht zu banal, irgendwie zu banal. Die Personen, ja, der Protagonist und die anderen Personen, sie benehmen sich irgendwie nicht, ja. Nicht wie? Sie benehmen sich nicht logisch, würde ich sagen, ja. Für mich. Das Buch ist nicht langweilig und man kann das ganz mit Interesse bis zum Ende lesen. Aber welchen Eindruck man am Ende bekommt, das ist schon eine andere Frage. Ich möchte nicht verraten, ich möchte das Sujet nicht weiter verraten. Das ist auch interessant, dass mit diesem Schriftsteller Martin Suter, Martin Suter wird sehr viel verfilmt. Also ich glaube fast alle seine Romane sind verfilmt worden. Das sind, also für mich, das Buch kenne ich nicht, aber das, was ich von ihm kenne, was ich von ihm liebe, die Zeit, Small World, Malers Zeit, also die drei Bücher. Aber ich glaube, auch in anderen Büchern ist er so wie da, nur da ist das Sujet mir persönlich eher, hat mich angesprochen, habe mich angesprochen. Und das Bild, das ich mir von Martin Suter gemacht habe, ist folgendes. Er kann sehr gut erzählen, er kann Intrige reinbringen in diese Erzählung. Es ist manchmal ist auch Mystik mit drin, ein bisschen, ein Hauch davon, ein wenig Krimi und ziemlich zugängliche, leicht verdauliche Sprache. Und am Ende, und ein banales Ende. Das, ich mag ihn gern, aber ich bewundere ihn nicht als einen, als Literatur. Dina, du hast angefangen mit den Worten, das ist reine Belletristik. Was wolltest du sagen mit Belletristik? Was ist Belletristik? Das ist leichtes Lesen. Ja, das ist das. Ja. Aber ich wollte noch betonen, aber habe vergessen. Für die Menschen wie ich zum Beispiel, wie vielleicht wir jetzt, die nicht so viel Praxis jetzt haben, nicht so viel Deutsch sprechen, sind gerade die Bücher von Martin Suter nützlich. Ja, dann bekommt man den Eindruck, dass die deutsche Literatur so ist, wie Martin Suter ist. Dass die ganze deutsche Literatur, oh Quatsch, deutsche Literatur ist ja Schweizer, ist ja kein deutscher Mensch. Entschuldigung. Schreibt er auf Deutsch. Na gut. Martin Suter kann man auch genießen.
Das weitere Buch, wir sprechen dann zum weiteren Buch. Das Olga, das ja. Museum, das Museum der Welt. Das Museum der Welt. Also ich habe den Roman Das Museum der Welt gelesen. Das ist eine moderne Tausend und eine Nacht, würde ich sagen, oder Chantal. Und bevor ich über den Roman zu sprechen beginne, möchte ich ein paar Worte über die Geschichte sagen. Für die Literatur sind Entdeckungen des 18. und 19. Jahrhunderts ein faszinierender Stoff ist. Erinnern wir uns nur an Romane von Stan Adorni, die Entdeckung der Langsamkeit und an Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Auch im Roman Das Museum der Welt von Christopher Ploble geht es um Entdeckungen und Abenteuer, die wegweisenden Studien der bayerischen Brüder Schlagentweit auf dem indischen Subkontinent. Und jetzt ein paar Worte noch über die Geschichte. Das ist die Einführung in den Roman. Im Herbst 1854 brachten die Gebrüder Schlagentweit auf Empfehlung von Alexander von Humboldt zu einer Expedition nach Indien auf. Die jungen Männer aus München hatten damals schon Erfahrungen als Alpinisten und Erforscher der Natur. In den folgenden 3 Jahren, das heißt 1854 und 1857, erkundeten sie große Teile des Subkontinents und konzentrierten sich auf den Norden des Landes und die Grenzgebiete zu Nepal und China. Ihre Erforschungen galten dem Erdmagnetismus und Flora. Sie vermaßen das Land, sie fotografierten die Bevölkerung und machten eine Typologie der Rassen. Zwei Brüder, Robert und Hermann, kehrten nach Deutschland mit verschiedenen Artefakten und Funden zurück. Aber der dritte Bruder, Adolf, er war der jüngste unter ihnen, wurde im August 1857 als ein chinesischer Spion enthauptet. Und wie gut diese Expedition dokumentiert ist, zeigt die Ausstellung des Deutschen Alpenvereins in 2016. Und aus dem Material schöpfte der Autor des Romans den Stoff zu seinem Roman. Und das alles steht im Hintergrund des Romans. Und worüber handelt es sich eigentlich in diesem Roman? Die Abenteuer der Gebrüder Schlagentweit erzählt man aus indischer Perspektive. Ich Erzähler ist der 12-jährige Junge Bartholomäus, der seinen Namen und seine Sprachkenntnisse einer strengen Erziehung durch Missionäre verdankt. Er ist nur 12 Jahre alt oder ungefähr so und er spricht genauso 12 oder ungefähr so Sprachen. Das heißt, er spricht viele Sprachen. Als Dolmetscher begleitet er diese Expedition und er beschließt, das Museum seines Landes, das heißt das Museum Indiens, zu gründen. Auf den gefährlichen Reisen sammelt er Objekte zu seinem Museum und das sind Gefühle, Träume, Erinnerungen. Seine Idee seine Sammlung baut auf der Idee auf, dass alles mit allem zusammenhängt. Der junge Bartholomäus hat keine Verwandte, keine Eltern und in dieser Expedition findet ihr Freundschaft, Liebe und Freunde. Und noch ein paar Worte über den Autor des Romans. Christopher Ploble hat 4 Romane, einen Erzählband und ein autobiografisches Sachbuch veröffentlicht. Seine Werke sind in 9 Sprachen der Welt übersetzt. Und er arbeitet als freier Gastprofessor und lebt sowohl in Berlin als auch in New Delhi. Wäre es das? Von uns 5
4 kennt das Buch niemand. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber die Bücher, so wie die Bücher ausgewählt werden für den Bestand hier im Deutschen Lesesaal, da sind oft Bestseller oder eben die Sachen, die neu erschienen sind und viel besprochen werden. Das ist eines der Bücher. Franz Holler. Ich liebe Franz Holler, aber die Bücher von Franz Holler sind auch verschieden. Ja? Und das Buch hat mir gefallen. Vielleicht nicht so ergreifend, was die Handlung, Rhythmus und so weiter betrifft. Aber das ist eine sehr ruhige Erzählung sozusagen. Wird langsam erzählt. Und das ist auch, hat auch Sujet. Ein bisschen ist das auch ein Krimi. Aber nur einerseits. Andererseits ist es ein Familiendrama. Womit beginnt ja, das Sujet? Eine nicht schon mehr so junge Frau, Mitte 40 ungefähr, Isabelle, nach einer Operation will sie sich in Italien erholen und eine Freundin wartet schon auf sie und sie packt Koffer ein und fährt. Sie fährt schon zum Flughafen und sie muss den schweren Koffer hinauf, die Treppe hinauftragen, aber sie ist nach der Operation und zögert, weil sie keine Kräfte hat und sie ist ein bisschen müde. Und da plötzlich hilft ihr ein älterer, eleganter Herr, diesen Koffer hochzutragen und am Bahnsteig bricht er zusammen und stirbt ganz plötzlich. Und Isabelle, sie ist Altenpflegerin und versucht natürlich sofort die erste Hilfe zu leisten, aber nichts hilft, er ist schon tot. Und da rufen die Menschen Polizei natürlich und da herrscht Hektik und Isabelle versteht plötzlich, dass sie nicht, ja, schon, sie kann jetzt nicht fliegen, sie kann jetzt nicht nach Italien fliegen, sie kehrt nach Hause zurück und es stellt sich fest, dass sie die Mappe von dem verstorbenen Mann mitgenommen hat in dieser Hektik und in dieser Mappe, er hat eine Mappe in der Hand gehabt, ja, sie hat es zu sich genommen, während er den Koffer getragen hat. Und er stellt sich fest, dass da ein Handy ist. Und das Handy klingelt und die Geschichte beginnt. Und sie hört das ist sogar kein Gespräch, sie hört einen Monolog am Telefon. Eine ältere Stimme sagt etwas so wie, wir warten nicht auf dich, komm nicht, verschwinde und so weiter. Und sie ist so überrascht. Und natürlich dieser plötzliche Tod erschüttert sie. Und sie beginnt zu recherchieren, was das alles bedeutet. So ist das Sujet. Ja? Und dann kommt noch die Frau von diesem verstorbenen Mann und die Geschichte geht weiter. Sie gehen in die Archive, sie finden die Familiengeschichte und die Geschichte ist sehr, sehr traurig. Von diesem Buch habe ich zu meinem Schauen zum ersten Mal über Verdingkinder erfahren. Verdingkinder, kennen Sie, was das ist? Das sind die Kinder, die aus den Familien genommen wurden und also in die anderen Familien, sie wurden Pflegefamilien genannt, aber das waren nicht Pflegefamilien, sondern diese Kinder mussten da hart arbeiten. Und sie wurden noch, diese Familie hat noch Geld für die Kinder bekommen, ja. Sie sollten diese Kinder pflegen, aber die Kinder sie waren Arbeiter und in manchen Familien sogar wie Sklaven behandelt. Zu wenig Essen bekommen, zu viel Arbeit gehabt, sie durften nicht zur Schule gehen und so weiter. Und gerade dieser tote Mann hatte am Anfang so eine traurige Geschichte und wie er zu dem normalen Leben sozusagen gekommen ist, ist hier auch erzählt. So, also, für mich war das Buch faszinierend.
ich kann nicht sagen, dass es langweilig war. Ich habe später ein paar Rezensionen gelesen und ein paar Meinungen von den Lesern. Und Leute sagen, dass es eigentlich nicht so interessant ist. Aber für mich, ich weiß nicht, war das, die Sprache war vielleicht nicht so künstlerisch und nicht so schön. Aber wie die Geschichte erzählt, im Großen und Ganzen erzählt ist, das ist irgendwie passend. Also Holler ist ein Meister, würde ich sagen, wie immer. Ja, hier verteile ich ja keine Zensuren, das Buch ist gut, das Buch ist schlecht, sondern das ist eben, wie es sich zeigt, dass verschiedene Augen das gleiche Buch anders sehen und lesen. Und das ist ganz normal. Und für unsere Leser oder für die potenziellen Leser hier ist auch wichtig zu wissen, wer was von dem Buch hält. Und also ich glaube, das ist auch eigentlich der Sinn der Sache hier heute. So, eigentlich alles, was ich sagen wollte zu Franz Holler. Ja, und das große rote Buch. Das große rote Buch, Herbert Rosendorfer, Briefe in die chinesische Vergangenheit. Ein sehr bekanntes und sehr populäres Buch, aber von dem Buch habe ich nichts gehört, bis zu dem Tag, wo ich das Buch aus dem Lesesaal geliehen habe und gelesen habe. Das Buch ist ungefähr Anfang der 80er Jahre 20. Jahrhunderts geschrieben, also ist schon fast 40 Jahre alt. Aber bis heute noch, würde ich sagen, ziemlich aktuell, obwohl nicht in allen Punkten aktuell. Also was hier, worum es sich handelt. Ein chinesischer Mandarin aus dem 10. Jahrhundert, ja, aus dem 10., also vor 1000 Jahren, gerät in die heutige Realität, Münchener Realität, gerät nach München. Der Mandarin heißt Cao Tai und dieser Cao Tai mit seinem Freund Ji Gu haben eine Zeitmaschine erfunden, einen sogenannten Zeitreisekompass, und sie haben das alles heimlich arrangiert, niemandem gesagt, und Cao Tai musste in die Zukunft reisen und Ji Gu ist zu Hause, ist in China geblieben, in der Reich der Mitte, wie es hier genannt wird. Und Cao Tai muss alles beobachten und berichten und muss Briefe schreiben und an einem bestimmten Punkt diese Briefe hinterlassen. Und Cao Tai bekommt diese Briefe sofort und liest und antwortet. Hier sind nur die Briefe von diesem Mandarin Cao Tai. Er nennt sich Mandarin und Präfekt der kaiserlichen Dichtergilde, 29 moosbewachte Felsen oder sowas. Ja, so auf chinesische Weise schön und lang und erhoben. Ja. Und die ersten paar Kapitel sind so geschrieben, als ob wir die altchinesische Sprache lesen, in solchen langen Formulierungen, so verstuften. Ja. Zuerst ist natürlich dieser Cao Tai geschockt, schockiert. Ja. Er hat einen Kulturschock natürlich. Er spricht die Sprache nicht, er hat gehofft, dass er in die Zukunft von China gerät. Aber, wie es hier erklärt ist, die alten Chinesen haben das nicht beachtet, dass die Erde sich um sich dreht. Ja? Und deswegen ist er plötzlich in München. Wie er sagt, in München, in Bayern. In Bayern, in München. Und was gerade, ja, hier gibt es viele solche Wörter, also dieser Wortspiel ist auch hier in diesem Buch interessant, wie er zum Beispiel die Namen und einige Gegenstände nennt, zum Beispiel Auto ist Atao und so weiter, Gabel ist Gambal, und ja, man muss das erraten, und die Deutschen haben das auch, die deutschen Leser haben, ich, so viel ich weiter gelesen habe, nicht alle Wörter verstanden. Sie haben da geschrieben,
Ich wünschte mir ein Wörterbuch, ja, Erklärung von diesen Wörtern. Aber das ist auch so interessant. Und er beschreibt alles in allen diesen Briefen, sozusagen der Reihe nach, unsere Welt und nicht unsere, sondern die Realität von Deutschland der 80er Jahre, wie er das wahrnimmt und sieht und wie er das interpretiert und natürlich viele Sachen. Herbert Rosendorfer stellt das so dar, als ob der alte Chinese das zum ersten Mal ja in seinem Leben sieht und riecht und hört und so weiter. Und das ist sehr interessant zu lesen. Ja. Am Ende ist er geblieben oder so? Das wollte ich natürlich, das musste ich auch sagen. Nein, er macht diese Reise nur für 8 Monate und die Reise ist schon im Voraus begrenzt. Und am Ende soll er zurückkehren. Und wir sehen natürlich, wie die Person sich ändert, ja? Wie er sich daran gewöhnt, ja? Was er um sich hat. Da gibt es auch interessante Details mit Beziehungen, auch mit Frauen und mit Freunden. Und unterhaltsame Beschreibungen von Vergnügungen und Unterhaltungen, zum Beispiel, wie er gern Champagner trinkt, ja, und wie Champagner ihm sehr gefällt, aber zum Beispiel verschiedene Milchspeisen und Milch kann er ja nicht, ja, vertragen und das macht er bis zum Ende nicht, er kann das nicht essen. Und wie interessant Rosendorfer dieses Buch abrundet. Der Autor, ja, glaube ich, hat alles durchdacht und er kritisiert sozusagen die heutige Gesellschaft sehr logisch und ausführlich und der Reihe nach die Dinge, die ihm nicht gefallen, vielleicht, ja, nicht nur diesem alten Chinesen. Und am Schluss schreibt Cao Tai, und jetzt gehe ich zurück und alles ist vorbei und ich mache Schluss. Und also wir schließen ja, dieses Kapitel, wir schließen das Buch und nur mein Freund oder meine Freunde können sich an mich erinnern und das, ja, und ich verabschiede mich. Das hat mir gut gefallen, wie das Buch strukturiert und ja, gebaut ist. So. Ты говоришь, что это немецкий язык заворожил, да, вас? Это надо оставить.